Schnipp, schnapp, Haare ab. Normalerweise landen die Haare beim Friseurbesuch erstmal auf dem Boden und anschließend im Müll. Doch hier muss nicht Schluss sein, denn mit abgeschnittenen Haaren kann noch viel bewirkt werden. Die Idee vom Haarespenden ist, einmal aus den abgeschnittenen Haaren beim Friseur noch was Sinnvolles zu machen. Heißt einfach mal den Haarabschnitt noch sinnvoll zu nutzen. Und zum anderen ermöglicht man so mit seinen Haaren den Perückenmacher Perücken herzustellen. Und der gibt dann Patienten, die aufgrund einer Krankheit keine Haare haben, dann die Perücke. Und der Wert jeder einzelnen Haarspende kommt dann noch einer wohltätigen Organisation zugute. Anderen mit ihren Haaren helfen will auch die 32-jährige Tamara aus Niederbayern. Sie hat sie dafür extra 2 Jahre lang wachsen lassen. Doch zuvor gilt es noch ein paar Dinge zu beachten. Also wichtig ist, dass keine Produkte nicht in die Haare sind, dass sie trocken sind, dass sie frisch gewaschen sind und dass mindestens 25 cm lang sind. Sie sollen dann nicht kaputt sein, kein Spliss nicht. Und es gibt dafür Firmen, die nehmen keine gefärbten Haare nicht. Also am besten Naturhaar. Wobei, wenn es auch gefärbt oder blondiert ist und es sind aber noch gesund, dann nehmen es verschiedene Firmen auch. Außerdem sollte das gespendete Haar gut abgebunden sein. Bei der Spende gilt generell, je länger, desto besser. Für Tamara heißt es jetzt erstmal Abschied nehmen von ihrer knapp 40 cm langen Mähne. Ihre Haare werden zu Max Rieswick in die Zweithaarmanufaktur nach Nordrhein-Westfalen geschickt. Wir bewerten als erstes mal das Haar, wir sichten das Haar, wenn es zugeschickt wird. Nach den Faktoren Länge, nach der Farbe, nach der Struktur, ist das ein gesundes Haar und so weiter. Dann bearbeiten wir das Haar, heißt, wir nehmen kurze Haare raus, die man jetzt für Perücken nicht gebrauchen kann. Und dann werden da direkt dann die Perücken von geknüpft. Für die Perücken braucht es laut dem 34-Jährigen zwischen 3 bis 5 Haarspenden. Diese kommen dann Frauen und Mädchen zugute, die aus gesundheitlichen Gründen, wie zum Beispiel einer Krebserkrankung, ihre Haare verloren haben. Für Tamara war sofort klar, dass sie mit ihren Haaren Gutes tun will. Ich habe in der Familie auch schon mehrere Krebsfälle und ich habe 2 Kinder und habe vor 2 Jahren schon mal gespendet. Und ja, für mich ist es einfach eine Herzensangelegenheit, dass ich dann jemandem helfen kann damit. Weil wenn ich mir vorstelle, dass meine Kinder mal so gehen und die so eine Krankheit kriegen würden, war ich auch froh, wenn es andere auch für uns taten. Aktuell geht das Geld, das die eingesandten Haare wert sind, auch an die ukrainische Flüchtlingshilfe. In manchen Fällen kann der Wert eines Zopfes bis zu 100 Euro betragen. Durchschnittlich beläuft sich dieser auf 5 bis 30 Euro. Jeder, der schöne Haare hat und mit dem Gedanken spielt, die zu spenden, bitte, bitte spende deine Haare. Egal wohin, zu welcher Organisation, Hauptsache, da kommt noch irgendein sinnvoller Nutzen bei rum. Ist die Haarpracht einmal abgeschnitten, kommt sie in einen Briefumschlag und wird adressiert sowie frankiert. Tamaras Zopf ist bereits auf dem Weg ins Münsterland, um von da aus kranken Menschen etwas Freude zu schenken. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.